Die Boomerang-Ferse ist einfach die schnellste Ferse, ich liebe sie sehr. Sie wird ebenfalls über die Hälfte der Maschen gestrickt. Der Anschlagsfaden ist die hintere Fersenmitte und ich stricke daher die Maschen von Nadeln 4 und 1 gleich auf eine Nadel. Wir bleiben wieder bei unserer Mustersocke mit 9 Maschen pro Nadel. Wir stricken also die Ferse über 18 Maschen. Und es wird in Hin- und Rückreihen ebenfalls gestrickt. Das heißt, wir wenden nun die Arbeit und beginnen die Reihe mit einer sogenannten Wickelmasche oder Doppelmasche. Faden vor die Masche, Masche wie zum Rechtsstricken abheben, den Faden zum Zeigefinger ganz fest anziehen. Ich zeige das gleich noch einmal. Und die restlichen Maschen links abstricken bis zum Ende der Nadel. Ich stelle es dann natürlich schneller. Am Ende der Nadel wieder wenden und die Reihe wieder mit einer Wickelmasche beginnen. Faden vor die Masche, von vorne wie zum Rechtsstricken einstechen, abheben und den Faden ganz fest nach hinten ziehen. Es kippt dann die Masche und bildet eine Doppelmasche oder Wickelmasche. Und nun weiter mit rechten Maschen bis vor die Doppelmasche am Ende der Nadel. Wenden und die Reihe wieder mit einer, die verkürzte Reihe, wieder mit einer Wickelmasche beginnen. Weiter mit linken Maschen. Wieder bis vor die Wickelmasche und wenden. Ich zeige dir es noch einmal. Auf der einen Seite sieht man die Wickelmaschen nicht so deutlich wie auf der anderen Seite, bei mir jedenfalls. Wenden und anfangen wieder mit einer Doppelmasche, wieder mit einer Wickelmasche. Faden vor die Masche, wie zum Rechtsstricken einstechen, Faden ganz fest anziehen und rechte Maschen, wieder bis vor die Wickelmasche. Das wiederholst du so lange, bis du an den Seiten jeweils 6 Doppelmaschen hast und in der Mitte 6 normale Maschen. Also immer nach dem Wenden die Wickelmasche oder die Doppelmasche. Und dann auf der Rückseite verkehrte Maschen, auf der Vorderseite glatte Maschen, rechte Maschen. So, da habe ich jetzt die 6. Wickelmasche an den Seiten. Also seitlich jeweils 6 Wickelmaschen, also ein Drittel der Maschen, je nachdem wie viele Maschen du angeschlagen hast. So, und jetzt wird darüber werden 2 Runden rechter Maschen gestrickt, wobei die Wickelmaschen jeweils als eine Masche abgestrickt werden. Also wenn du an den Seiten ein Drittel der Maschen Wickelmaschen hast und in der Mitte ein Drittel normale Maschen, werden 2 Runden rechter Maschen darüber gestrickt, die Wickelmaschen immer als eine rechte Masche abstricken. Die Nadeln 2 und 3 werden ganz normal abgestrickt, rechte Maschen. Achtung, am Anfang der Fersennadeln sind wieder 6 Wickelmaschen, die du jeweils als eine rechte Masche abstrickst. Und dann noch eine Runde rechter Maschen darüber. Das ist die erste Hälfte der Boomerang-Ferse. Also die erste Hälfte hast du schon geschafft. Die an der einen Seite gehen immer ein bisschen strenger abzustricken als auf der anderen, bei mir jedenfalls. So, und noch eine Runde rechter Maschen darüber, bis du wieder zur Fersennadel kommst.
Das überspringe ich jetzt. So, jetzt kommt die zweite Hälfte. Da strickst du im Prinzip das gleiche, nur dass nun die Wickelmaschen von innen nach außen wandern. Du beginnst die erste Reihe damit, dass du die ersten zwei Drittel der Maschen abstrickst. In unserem Fall, wir haben ja 18 Maschen darauf, also 3 mal 6 Maschen, stricken wir jetzt 12 Maschen rechts, zwei Drittel, 12 Maschen rechts. Also du strickst bis vor das letzte Drittel, so kannst du das auch merken. Also wenn hier in unserem Fall noch 6 Maschen übrig sind, wird gewendet. 2, 4, 6 und wenden. Am Anfang wieder eine Wickelmasche. Von vorne einstechen. Faden liegt vor der Masche, den Faden zum Zeigefinger ganz festziehen, sodass die Masche kippt und zur Doppelmasche wird. Und linke Maschen weiter stricken und nun ebenfalls bis zum letzten Drittel der Maschen stricken. Und wenden. Wieder eine Wickelmasche am Anfang. Und nun wird immer, jetzt wird es einfach, nun wird immer bis zur Wickelmasche gestrickt. Diese wird als eine rechte Masche abgestrickt. Das ist jetzt diese hier. Also die Wickelmasche ist eine rechte Masche stricken und eine Masche weiter stricken. Also eine Masche noch darüber stricken und wenden. So, das wird jetzt immer wiederholt. Also beginnen mit einer, nach dem Wenden mit einer Wickelmasche. Auf der Rückseite nun linke Maschen. Bis zur Wickelmasche. Die wird auf der Rückseite als eine linke Masche abgestrickt. Da muss ich jetzt immer zählen, weil ich sie dann nicht so deutlich sehe in der Reihe, in der Rückreihe. So, die Wickelmasche wird als eine linke Masche abgestrickt und eine Masche wird weiter gestrickt und wieder gewendet. Und wieder Wickelmasche. Bis zur Wickelmasche, diese als eine rechte Masche abstricken auf der Vorderseite und eine Masche weiter stricken. Auf diese Weise wandert in dem Fall die Doppelmasche nach außen. Und das wiederholst du so lange, bis du an jeder Seite eine Doppelmasche hast. So, das ist nun die Doppelmasche, eine Masche darüber. Das ist jetzt schon da die letzte auf der Seite. Wieder die Reihe mit einer Doppelmasche beginnen. Linke Maschen. Wir sind gleich fertig mit der zweiten Hälfte der Bumerang-Ferse. Ich stelle es wieder ein bisschen schneller. So, da haben wir noch eine Doppelmasche, die wir als eine Masche abstricken, als eine linke Masche in dem Fall. Eine Masche darüber stricken, also eine Masche weiter stricken, wenden und das ist nun die letzte Doppelmasche, die wir stricken. Also einmal noch. Und jetzt wird schon in Runden weiter gestrickt. Wobei du darauf achtest, dass du am Ende der Fersennadel noch eine Doppelmasche hast, die du als eine Masche abstrickst. Und weiter stricken, in Runden weiter stricken.
Die Nadeln 2 und 3 werden ganz normal als rechte Maschen abgestrickt. Und Achtung, am Anfang der Fersennadel gibt es noch eine Doppelmasche, die du als eine Masche abstrickst. Und dann können wir auch die Maschen schon wieder aufteilen. Also hier noch eine Doppelmasche, die als eine Masche gestrickt wird. Und jetzt teile ich wieder die Maschen, 9 Maschen auf die Nadel Nummer 4. Und 9 Maschen auf die Nadel Nummer 1. Das ist alles. Für die Bumerangferse benötigst du keine Zwickelabnahmen oder sonstige Tricks. Die Bumerangferse ist damit fertig und ist somit die schnellste Ferse, die ich kenne. Du siehst, sie hat eine sehr gute Passform. Sie sieht sehr hübsch aus, es drückt nichts. Und ich zeige dir noch eine zweite Methode, die Bumerangferse Eliza, wo wir in beide Richtungen stricken und da werden die gefürchteten Lücken vermieden. Viel Spaß mit der Bumerangferse!